Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Markus und heute gibt es ein Video-Special zu dem Thema Nose und Tail Press und wie ihr daraus auch die ersten kleinen Kombos und Variationen machen könnt. Ja, ein Thema, was von euch sehr häufig angefragt worden ist, ist das Thema Pressen auf Rails. Gerade weil man ja in aktuellen Videos eigentlich fast nichts anderes mehr sieht, ist das Thema für viele Leute wirklich unfassbar interessant. Ich werde euch in diesem Video die beiden Basistricks dafür erklären, nämlich eben den Nose und den Tail Press, wie man daraus auch eben die ersten kleinen Variationen basteln kann. Zudem werdet ihr in diesem Video auch andere Fahrer sehen, weil einfach gerade beim Trim die Styles sehr unterschiedlich sind und das Ganze sehr, sehr individuell ist. Grundvoraussetzung hierfür ist natürlich, dass ihr auf den gängigen Obstacle schon sehr sicher unterwegs seid. Wenn ihr eben über Slider, Box, Table etc. noch nicht ganz so sicher seid, dann schaut erstmal, dass ihr euch da ein bisschen verbessert, weil ansonsten macht es einfach wenig Sinn, den ersten Nose oder Tail Press zu versuchen. Wenn ihr im Vorfeld auch schon ein paar Variationen wie zum Beispiel einen Backflip oder ein paar 270s könnt, dann ist es natürlich auch ein großer Vorteil, weil ihr einfach damit in Kombination mit einem Nose oder Tail Press einfach schon die ersten kleinen Kombos basteln könnt. Was man im Vorfeld auf jeden Fall tun sollte, ist das Ganze schon mal trocken zu üben. Hierfür könnt ihr euch einfach mit dem Board zum Beispiel unten auf den Startstick an der Seilbahn stellen. So, als erstes versuchen wir mal im Trocknen auf die Nose zu kommen, wobei viele Leute, die das noch nie gemacht haben, im Vorfeld schon ein bisschen Probleme haben. Damit das gut funktioniert, schaut, dass ihr das vordere Bein ein bisschen anwinkelt und das hintere eher durchstreckt. Ja. Dabei müsst ihr einfach den Körperschwerpunkt ein bisschen mehr über die Nose bringen. Das schafft ihr einfach gut dadurch, dass ihr halt die vordere Schulter und das vordere Knie und das gesamte Körpergewicht halt eben ein bisschen mehr über die Nose bringt. Das etwas länger gestreckte hintere Bein könnt ihr gut dafür nutzen, dass ihr eben den hinteren Fuß ein bisschen mehr anzieht. Dadurch könnt ihr halt das Tail ein bisschen mehr anheben und ihr könnt auch gut dadurch steuern, wie intensiv der Press am Ende werden soll. Das ist also ein Mix daraus, dass man sich zum einen halt ein bisschen mehr auf den vorderen Fuß lehnt und das etwas länger gestreckte hintere Bein halt ein bisschen dazu nutzt, um das Tail zusätzlich mit anzuheben. Schaut auf jeden Fall, dass ihr eine etwas tiefere und kompaktere Körperhaltung einnehmt, weil so seid ihr einfach gerade später, wenn ihr auf dem Rail seid, ein bisschen stabiler und könnt einfach das Gleichgewicht auch ein bisschen besser halten. Den vorderen Arm, den solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen tiefer halten, sodass ihr euch einfach vom Gefühl ein bisschen auf den vorderen Arm abstützen könnt bei dem Press. Wie weit der Arm am Ende vom Körper weg ist, das solltet ihr individuell und je nach Gefühl einfach selber entscheiden. Auf dem Obstacle selber gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, um in die Pressposition reinzukommen. Zum einen könnt ihr dann mit der eben erklärten Technik, wenn ihr einfach mal mit dem 50-50 auf dem Obstacle seid, euch langsam rantasten und euch einfach immer mehr und immer tiefer in die Pressposition bringen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die man auch schon mal im Vorfeld im Trocknen üben kann. Und zwar springt ihr hier bei der Trockenübung mit dem Board einfach mal ein bisschen in die Luft und löst es komplett vom Boden, sodass ihr dann einfach direkt, wenn ihr aufkommt, in der Endposition von dem Press landet. Später auf dem Obstacle könnt ihr die Auffahrt oder das Ollie-On für diese Technik nutzen, damit ihr eben auch da direkt in der Endposition von dem Press landen könnt. Übt diese Technik im Vorfeld mehrfach trocken, damit ihr für euch persönlich auf jeden Fall den optimalen Balancepunkt findet. Weil wenn ihr euch natürlich zu stark und extrem auf die Nose lehnt, dann fallt ihr auch mal schnell nach vorne rüber. So, wenn das Ganze mit dem Nose Press dann gut funktioniert, dann könnt ihr das Ganze auch mal genau andersrum mit dem Tail Press versuchen. Um in den Tail Press reinzukommen, müsst ihr natürlich genau andersrum das hintere Bein anwinkeln und das vordere Bein durchstecken. Das Ganze könnt ihr gut dadurch unterstützen, dass ihr einfach versucht, den Hintern ein bisschen mehr übers Tail zu bringen. Versucht auch insgesamt ein bisschen kompaktere Körperhaltung einzunehmen, damit ihr den Press einfach gut unterstützen könnt und ein bisschen mehr Balance habt. Wie tief ihr am Ende runtergeht, das müsst ihr je nach Gefühl und Statur einfach selber entscheiden. Und natürlich auch je nachdem, welchen Trick ihr macht und wo ihr den Tail Press einbauen wollt. Wenn dann im Vorfeld sowohl Nose als auch Tail Press in der Trockenübung gut funktionieren, dann schaut auf jeden Fall mal, dass ihr auch in der Trockenübung mehrfach zwischen Nose und Tail Press wechselt. Haltet hierfür am besten die Pressposition für ein paar Sekunden, damit ihr einfach den Balancepunkt noch besser verinnerlichen könnt. Wenn das alles im Vorfeld dann gut funktioniert, ihr euch sicher und komfortabel fühlt, dann wird das Ganze, wenn ihr das dann in der Praxis direkt auf dem Obstacle versucht, einfach viel schneller und viel besser funktionieren. Wenn ihr dann das Ganze das erste Mal direkt auf einem Obstacle selber ausprobieren wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall für den Anfang eine breite Box oder einen Table empfehlen, weil da habt ihr einfach den großen Vorteil, dass ihr ein bisschen mehr Spielraum habt. Und wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr einfach besser und direkter reagieren und vielleicht das Ganze nochmal ausgleichen und retten. Bei einem schmalen Rail oder bei einer Pipe ist es einfach so, dass man natürlich dadurch, wenn man aus der Balance kommt, viel leichter mal blöder zu sein abschmiert. Versucht sowohl den Nose als auch den Tail Press mit der eben erklärten Technik einfach einige Male zu üben. Schaut, dass er erstmal aus dem normalen 50-50 Slide einfach langsam in den Nose oder Tail Press übergeht. Und wenn das funktioniert, könnt ihr, wie eben erklärt, auch mal versuchen, durch den Ollie Up oder durch die Auffahrt von dem Rail einfach direkt in der Press-Position zu landen. Diese beiden Techniken sind gerade für spätere Kombos auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
Seid hier aber, wie vorher erklärt, auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger, weil bei diesen Techniken kommt ihr einfach auch viel leichter und viel schneller mal aus der Balance raus. Solltet ihr am Anfang noch ein bisschen Probleme haben, in den Nose Press reinzukommen, was doch bei vielen Leuten noch der Fall ist, dann gibt es noch so einen kleinen Kniff, wie man das Gefühl dafür ein bisschen verbessern kann. Wenn ihr zum Beispiel rechts vorne spielt, aber auch ein Obstacle auf der linken Seite mit links vorne Switch anfangen könnt, dann geht folgendermaßen vor. Fahrt hierfür einfach eine Box oder einen Table auf der linken Seite mit dem linken Fuß vorne Switch an und macht einfach direkt über die Aufhaken Frontside 180 und versucht, während ihr dreht, das Gewicht ein bisschen mehr auf den rechten Fuß zu bringen. Weil dadurch kommt ihr einfach während der Drehung viel leichter mit dem Körpergewicht auf den vorderen bzw. in dem Fall hinteren Fuß, ja, als wenn ihr einfach bei dem normalen 50-50 das Board gerade aus der Fahrtrichtung habt. Versucht das Ganze einige Male zu probieren und den Press einfach immer stärker durchzuführen, weil so kriegt ihr einfach sehr viel schneller ein sehr gutes Gefühl dafür. Das ist natürlich bei dieser Variante, wo ihr Switch anfahrt, eigentlich ein Tail Press, aber dadurch, dass ihr ja normalerweise mit dem rechten Fuß vorne steht und dann auch das Gewicht auf dem rechten Fuß habt, ist es natürlich gefühlt wie ein Nose Press. Hierbei muss man natürlich bedenken, dass der Leinenzug auch gefühlt aus einer anderen Richtung kommt, als wenn man eben mit dem rechten Fuß vorne den Nose Press über den Obstacle auf der rechten Seite macht. Trotzdem ist es für den Anfang auf jeden Fall eine sehr gute Übung, um seine Technik einfach zu verbessern und leichter in die Pressposition reinzukommen. Achtet hierbei nur unbedingt darauf, dass ihr euch wirklich langsam an die maximale Pressposition und die Endposition rantastet, weil gerade in Kombination mit einer Drehung, da kommt man natürlich am Anfang noch mal ein bisschen leichter aus dem Gleichgewicht und die Gefahr, dass man blöd zur Seite abrutscht, ist natürlich noch ein bisschen größer. So, wenn dann der Basis-Nose und Tail-Press gut funktionieren, ihr euch sicher und komfortabel damit fühlt, dann ist es auf jeden Fall auch mal Zeit, das Ganze mit anderen Tricks zu kombinieren. Ein Trick, der sich da am Anfang super eignet und anbietet, ist zum Beispiel ein Backside-Lip-Slide in Kombination mit einem Tail-Press. Wenn ihr vorher schon Backflip könnt, ist das Ganze auf jeden Fall super schnell gelernt und es macht auf jeden Fall auch super viel Spaß. Als weitere Steigerung kann man dann auch mal Backside 180 oder sogar Backside 270 oder mit Tail-Press machen. Solltet ihr im Vorfeld auch schon den Switch 270 on beherrschen, würde ich den mit dem Nose Press mal probieren. Weil der große Vorteil hierbei ist einfach, dass er sich als Switch-Variante genauso anfühlt wie ein Backflip mit Tail Press. Das heißt, das Ganze ist also im Regelfall auch sehr schnell gelernt. So Leute, das war ein kleines Video-Special zu dem Thema Nose und Tail Press auf Obstacles. Geht das ganze Thema auf jeden Fall langsam an und versucht die Tricks nach und nach zu steigern und aufeinander aufzubauen. Und seid auf jeden Fall vorsichtig, weil ihr bei den ganzen Tricks einfach sehr leicht und schnell mal blöd von einem Rail abrutschen könnt. Seht dieses Video auf jeden Fall als Anregung und Hilfestellung, damit ihr eure Rail-Skills ein bisschen verbessern könnt. Es ist natürlich klar, dass es noch unfassbar viele andere Trick-Variationen gibt und dass es auch vom Style je nach Fahrer wirklich sehr unterschiedlich und individuell ist. Deswegen holt euch hier und da auf jeden Fall ein bisschen Inspiration, aber schaut, dass ihr gerade bei Rail-Tricks auf jeden Fall eure eigene persönliche Note ein bisschen mit einfließen lasst. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst es mich auf jeden Fall wissen, indem ihr dem Video einfach einen Daumen nach oben gebt oder mir unter dem Video auch mal einen Kommentar da lasst. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal oder schaut unbedingt mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bis dahin.